Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen heute eine wunderschöne Kreuzworträtselrunde in unserem Kreuzworträtselrunden Kommandozentrum oder so. Ich würde mal sagen, ich versuche mich mal an dem Wort schmal. Und es ist eng. Es ist sehr eng heute. Flusswiesen sind natürlich die Auen. Das ist klar, das hatten wir schon immer so, das wird immer so bleiben, das ist Tradition hier bei uns. Wortschwall, das klingt wie Gerede, muss es aber nicht sein. Okay, dann weiß ich auch noch nicht. Ein Schmerzlaut ist natürlich Aua. Ah, okay. Das ist, der Wortschwall ist eine Tirade. Natürlich. Eine Algenart. Was könnte das für eine Algenart sein? Geistig Tätiger ist ein Denker. Und jemand, der viel trinkt, ist ein Dichter. Natürlich. Oder natürlich? Ach, ich weiß auch nicht. Papageienart ist der Ara. Da. Enzym in der Käserei. Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist aber Ekel. La. Lan. Lab. Natürlich, das war doch Lab. Ach man, ich vergesse das immer. Gefährte ist noch mir unbekannt. Ich weiß es nicht. Ankommen. Arriven. Enden. Erdart. Erdart? Es gibt doch nur eine Art von Erde. Ach so, nee. Ich weiß, was gemeint ist. Ach so, eine Art was so erdig ist im Boden. Das meinen die. Okay, Schneeschuh. Meinen die den Ski? Ah, okay. Insel-Europäer. Das ist dann wohl der Ihre. Der Ihre und nicht der Seine. Giftsubstanz. Ist kein Toxin jetzt gerade. Elektrische Leitung ist natürlich das Kabel. Nordatlantik. Pakt. Huch! Jetzt bin ich doch glatt ein bisschen nach unten gerutscht. So, jetzt müsste ich wieder richtig sein. Ja, bin ich. Wie wär's denn mit NATO? Das Pokémon. NATO! Wird zu Xato. Wird zu Xavier Naidoo. Nein. Die Giftsubstanz ist dann das Arsen. Bedeutung. Sehe ich auch manchmal nicht so in diesen Videos, die ich mache, aber ich mache sie trotzdem. Was? Hauptstadt, oh Gott, da bin ich doch wieder schlecht. Die Note ist das, ich glaube, es war Beirut. Zumindest weiß ich, dass das eine Stadt dort ist, also jetzt weiß ich, dass das die Hauptstadt vom Libanon, des Libanons ist. Erdart ist Ton. Ankommen ist anscheinend landen. So, der Kamerad ist das, ist der Gefährte. Algenart ist Tang. Nagetier ist dann die Ratte. Probe ist ein Test. Abgabe an den Fiskus. Oh, da kann ich sagen, es muss nicht immer, obwohl doch, eigentlich ist es erstmal eine Abgabe. Aber man kann auch manchmal was davon zurückkriegen. Es gibt solche Fälle, wenn man ordentlich seine Steuererklärung macht und da zufällig dabei rauskommt, dass man was zurückbekommt. Weil vorherige, ach, ist ja auch egal. Ich möchte jetzt nicht so viel über Steuern erzählen. Bin ja kein Fahrlehrer. So, Ackermaß ist natürlich wieder Arr. Das Piraten-Ackermaß. Arr. Staatshaushalte, das sind die Etats.
Ja, umgangssprachlich Gefängnis. Das ist doch das gleiche wie diese Brotkantensache. Dossier, ja, das hatten wir schon mal. Wir hatten das schon mal. Ich überlege gerade, was war noch mal das Dossier? Das war loyal ist untreu. Nein, Quatsch. Hopfentrank ist ja auch eine schöne Umschreibung für Bier. Sinnesorgan ist natürlich die Na ist natürlich das Auge. Ah, okay, hier meinen die getreu. Getreu. Die Feuerkröte ist die Unke. Ja, und das Dossier ist die Akte gewesen. Aha, genau. So, Walken, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Es ist nicht Walken, es ist Walken. Und damit ist Kneten gemeint. Das hatten wir ja auch schon einmal. Fürstlicher Diener ist der Lakai. Kopffüßler, ja, komme ich noch drauf. Reis, könnte eine Getreideart sein, ist es auch. Nachspeise, könnte ein Eis sein. Ich werde euch trotzdem nicht vorschreiben, wann ihr Eis zu essen habt, ob ihr das als Vor-, Nachspeise, mittendrin, jederzeit, naja, vielleicht das nicht, das solltet ihr vielleicht nicht tun. Könnte ein Risiko bestehen, dass Karies dabei rauskommt. Gartenblume, das ist wahrscheinlich wieder die Akelei. Ja, ist sie auch. Ist sie auch. Hautflügler. Hafendamm. Oh Gott, Hafendamm. Was ist denn jetzt hier nochmal der. Der Kalmar ist der Kopffüßler. So. Okay. Hautflügler? Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ja, anscheinend, Mensch. Jetzt kommt eigentlich nur noch ein Buchstabenraten. Mole. Der Mole ist der Hafendamm. Ja. Noch nie von gehört. Noch nie von gehört, nicht? Und Lome, da hat man einfach. Ja, haben die auch eine? Ich sag jetzt einfach mal eine. Mole in Lome. Die Mole-Lome. Da fällt mir gerade sowas ein. Oh, das muss ich mal erzählen, während ich gucke, wie lange ich gebraucht habe. Oh, unter 8 Minuten. Ja, schön, schön. Und zwar, mir hat mal eine Deutschlehrerin, die ich hatte, auf dem Gymnasium erzählt, dass der kürzeste Schüttelreim, also Schüttelreim ist ja, wenn man zwei Worte nimmt und die Anfangsbuchstaben austauscht, mehr oder weniger, also zumindest, sagen wir mal so, wenn es gleich klingt, es müssen nicht die gleichen Worte sein. Also beziehungsweise man muss da irgendwie Buchstaben austauschen. Ich überlege gerade. Also sie meinte, der kürzeste Schüttelreim im Deutschen wäre "Du bist Buddhist". Finde ich erstmal sehr, sehr tiefgründig und sowas. Aber tatsächlich habe ich mich mein halbes Leben dafür geschämt, in dem Moment, als sie das gesagt hat, nicht etwas zu antworten, das nicht nur sehr unflätig gewesen wäre, sondern auch noch ihre, naja, also ihre Aussage negativ, also hier, wie sagt man das, widerlegt hätte. Genau. Es gibt nämlich im Deutschen tatsächlich noch einen Schüttelreim, der kürzer ist, was die Buchstaben angeht, weil du bist Buddhist, das hat schon mal für du bist 6 Buchstaben und Buddhist hat noch mehr Buchstaben drin. Ich glaube gerade, das wären dann noch 8 dazu, ja, und der Schüttelreim, der mir eingefallen wäre, der hat insgesamt nur 8 Buchstaben. Also er ist wirklich das Kürzeste, was man machen kann, weil anders, also einen kürzeren Schüttelreim mit
ausgetauschten Buchstaben geht eigentlich schon gar nicht mehr. Und ja, also ich kann das aber hier nicht sagen, weil das eine, weil ausgerechnet dieser Schüttelreim eine, weiß ich nicht, ein sehr, sehr unflätiges und ja, bezeichnendes Wort, also ein Schimpfwort fast schon, ja, eigentlich ein Schimpfwort enthält. Dementsprechend, weiß ich nicht, ob ihr selber irgendwann drauf kommen könntet. Oder denkt euch mal aus, vielleicht bin ich ja, liege ich ja auch falsch. Vielleicht gibt es sogar noch kürzere Schüttelreime, aber ich bin der Meinung, es gibt einen Schüttelreim, der aus zwei Worten besteht, einem Komma dazwischen und ja, der wie eine Aufforderung verstanden werden kann und ein Schimpfwort enthält. Jedenfalls, das habe ich leider damals nicht rechtzeitig im Kopf gehabt und also ich habe erst mir dann Gedanken drüber gemacht und habe leider diesen Schüttelreim, den ich jetzt leider nicht aussprechen möchte, könnte ich, aber dann müsste ich es rauspiepen, das Wort, könnte ich auch machen. Der Schüttelreim beginnt mit Ruhe, oh Gott, den Rest sollt ihr euch bitte selber denken. Jetzt habe ich es gesagt, tut mir leid, es tut mir so leid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an diesem Video und ja, fühlt euch immer noch wohl. Auch wenn ich Worte andeute, die jetzt, weiß ich nicht, die bei manchem auf Magenverstimmung stoßen könnten. Keine Ahnung, ich finde eigentlich ist es auch was relativ Normales. Also ich würde damit jetzt nicht so umgehen, dass... Also gut, dieses eine Wort ist schon mehr ein Schimpfwort, aber das, was es bezeichnet, finde ich jetzt zum Beispiel nicht so schlimm wie manche andere Leute. Also ich finde da nicht, dass man Leute damit beleidigen sollte. Naja, jedenfalls. Landnase ins Meer. Medikamentenform, was haben wir denn hier noch so alles? Geht klar. Yo. Reinbetrag. Ich muss ja hier schließlich auch mal weiterkommen. Nee, das ist nicht. Frauenkurzname. Könnte ja wieder was mit I sein. Oder so ähnlich. Kabelverbinder. Nein, auch nicht. Okay, da kommt der Buchstabe hin. Hier haben wir. Okay. Das weiß ich. Das ist ein Buchstabe. Bergdurchstich. Ja, das weiß ich jetzt auch. Das ist das. Das ist das. Okay. Medikamentenform. Zäpfchen passt nicht rein. Ich glaube... Regierung, das ist definitiv das, Urjeans, klingt ja auch schön, umgangssprachlich für Klebeband, wenn man denn unbedingt eine Firma mit einbauen möchte, dann haben wir hier das, Weltraumbehörde, das könnte die europäische sein. Okay. Also hier kommt auf jeden Fall so ein Buchstabe hin. Auto aus Zwickau. Na, das wissen wir doch nicht mehr. Der Trabant, außer Trabi, wird der nicht eigentlich mit... Nee. Nahrung. Mampf natürlich. Was haben wir noch? Halbgefrorenes. Na toll. Angetautes. Auslösende Ursache. Ach, Mann. Das weiß ich. So,
Nahrung. Okay, hier, das auch. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der mit einem B geschrieben wird, aber dann wäre das hier ja ein Punkt, Punkt, Punkt. Okay, Kletterpflanze. Könnte auch noch einiges sein. Also das würde hier ein. Also ich trage mal die Buchstaben ein, die ich schon habe, glaube ich. Oder? Also. Was hätten wir denn hier? Ah, okay. Ja. Ich weiß auch, was das für ein Buchstabe ist. Ich mach's noch nicht. Wo haben wir denn die drei? Fluggerät, Kurzform. Kurzwort oder was? Nee, KZW. Ist. Moment. Ich hab's gleich. Okay. Dann weiß ich, was die 4 ist. Wo ist denn die 3 hin? Wo ist denn die 3? Da ist die 3. Hier. Okay, dann gehen wir noch mal durch. Also hier haben wir das, dann haben wir dann da das. Ups. So, okay, den haben wir auch. Ja, nee, das weiß ich ja schon. Das weiß ich auch. Ich muss gerade wirklich, das weiß ich noch nicht. Ich muss jetzt nochmal reiterieren. Was hatten wir hier? Hatten wir da überhaupt schon was? Okay, ich hab's. Da ist ein solcher Buchstabe. Okay, was war die 7? Asphaltgrundstoff. Ja, super. Hatte ich den Asphaltgrundstoff überhaupt schon? Nee, hatte ich wahrscheinlich noch nicht. So, wo komme ich denn überall schon hin? Also die 7 habe ich noch nicht und die 3 habe ich noch nicht. Das habe ich. Ich gebe es jetzt wirklich mal ein, weil ich komme gerade mit dem Mitdenken nicht klar, nicht hinterher. Und ich wette, wenn ich es eingegeben habe, dann weiß ich es gleich sofort vielleicht. Medikamentenform ist erstmal ein P. Dann haben wir hier ein U. Dann haben wir das dritte noch nicht. Aber hier ein L. Die 5 war ein O. Ja. Das ist ja. Ja, dann weiß ich jetzt auch, der Pullover ist gemeint. Okay. Der Pullover. Aber wird das wirklich so geschrieben? Ich hätte das jetzt mit einem W gedacht. Aber nee, es war die Levis. Lewis? Nein, Lewis ist es ja dann eh nicht, wenn es mit W wäre. Also habe ich schon vergessen, dass das mit V geschrieben wurde. Aber trotzdem, Pullover muss es ja dann gewesen sein. So. Oder könnte es gewesen sein. So, und danach gehe ich jetzt mal wieder gehe ich mal wieder durch, wie ich das gemacht habe. Das Auto aus Zwickau ist der Trabi. Na klar. So, das Kloster ist eine Abtei. Das geht auch. So, na, dann machen wir mal den Tunnel hier. Heuscher Fisch ist der Aal. Eine Kurklinik ist natürlich der Reha. Deswegen bin ich auf das L gekommen. Da ist nämlich der Heli und so.
So, dann weiß ich aber noch nicht, was das Käsemilchprodukt da ist. Ach hier, Fakir, nee. Kefir. Ist das Kefir? Ja. Ja, das ist Kefir. Landnase ins Meer ist ein Kap. Ja. Okay, und jetzt kommt die ESA in Anlehnung an die NASA, die NASA. Das ist die europäische Variante sozusagen davon. So, Regierung. Na klar, das ist dann. Sag bloß, das ist der Staat. Na klar, das ist der Staat. So, Spur. Weiß ich noch nicht. Ja, aber das haben wir gleich. Gleich haben wir das. Dann haben wir hier Tesa. Oh Gott. Gibt es eine Arve? Arve? Ich habe noch nie von einer Kiefernart namens Arve gehört. Aber. Dann ist das so. So, hier haben wir die Fährte. Fever Elb. Um das B für den Trabi zu kriegen. Polizeibehörde ist wahrscheinlich das LKA oder das BKA. Landes- oder Bundeskriminalamt, je nachdem, was die haben wollten. Kleratis? Klematis! Kenne ich nicht. Ich guck mir das gleich mal an. Was ist denn Klematis? Da wird's mit C geschrieben. Das wird mit C geschrieben. Sag ich. So. Ich füge euch das gleich mal ein. Und das soll diese. Oder? Moment. Ich gebe das mal wirklich ein. Klematis. Ja. Wird so anscheinend, wird mit C geschrieben, würde ich erstmal sagen. Da wird mir wird mir nämlich, meintest du Klematis angezeigt? Ich weiß gar nicht, auch, doch. Das hier an der Seite. Ja. Da möchte ich ja wieder mal diesen imaginären Rätselschreiber, ganz doll böse angucken. Genau. So, dann, haben wir hier eine Kost. Asphaltgrundstoff. Haben wir gleich. Halbgefrorenes ist hier das Sorbet. Ah. Ich vermute mal hier, der Teer ist gemeint. Ja. Da haben wir hier Sake. Auch noch gehabt. Das hätte ich eh gewusst noch. Das hatte ich mir vorhin schon überlegt. Auslösende Ursache. Machen wir erstmal das. Anlass. Anlass ist die auslösende Ursache. So, der Hai ist dann wohl der Raubfisch. Reinertrag ist netto. Ich könnte ja irgendwann mal so eine anderen Folgen machen, in denen ich, weiß ich nicht, so eine Dreiviertelstunde lang erkläre, was Worte wie netto und abseits und so bedeuten. Nein, natürlich muss es nicht sein. So, wir haben hier die Rente als Altersgeld. Brutgut. Brutgut? Erbe? Nee. Ich weiß nicht, was damit doch gemeint sein soll. Aber der Feldertrag ist die Ernte. Okay, dann ist das ja sowieso schon mal westeuropäisches Inselvolk. Das sind dann wohl die Iren. Brutgut. Eger? Nee, Ela? Eta? Era? Eda? Ich komme gerade nicht drauf. Eka? Eper? Öa? Eier? Ach so, die Eier sind gemeint. Boah, ja. Ja, weil man Eier ausbrüten kann, sind Eier ein Brutgut. Ei ja, ei ja. Ach, manchmal komme ich auf sowas nicht. Germanentrank. Germanentrank. Ist kein Bier diesmal.
haarige Körperteile sind dann wohl Arme. Arme, Arme. Getrennt ist auch geteilt. Ja, ja. Kabelverbindungen, was meinen die damit? Ach ja, hier das Germanengetränk, natürlich Met. Kennt man sicher aus. Ine ist anscheinend diesmal der Frauenkurzname. Kabel verbinden. Das Kabel verbinden ist natürlich das Löten. Ach Mann, ich hasse das, wenn ich so Sachen nicht richtig lese. Das erschwert es. Englisch Verabredung ist natürlich ein Date. In der Roadie ist der Helfer für Rockbands oder von Rockbands. Und dann haben wir hier nur noch in Kürze ist gleich bald und dann haben wir es auch geschafft. Habe ich hier auch wirklich alles durch? Ich guck nochmal. Ja, alles durch, alles fertig. Und was hat's gedauert? Och ja, ich habe ja noch ein bisschen rumgedruckst mit dem Ruheschüttelreim. Ja, falls meine ehemalige Deutschlehrerin Frau K. Hier zuschaut, möchte ich ihr hiermit sagen, dass ich eine unflätige Variante für einen kürzeren Schüttelreim als ihr Du bist Buddhist gefunden habe. Und auch, also ich hätte tatsächlich schon für den komödiantischen Faktor, nicht um sie zu beleidigen, wirklich, hätte ich gerne meinen Schüttelreim einfach in den Raum gerufen. Also ich hätte es so gerne in den Raum gerufen, weil es eben erstmal wie eine Beleidigung rüberkommt, aber wenn man dann irgendwie so drüber nachdenkt oder wenn ich dann sage, ich wollte nur sagen, was mir noch als kürzerer Schüttelreim eingefallen ist, es wäre so ein schöner Moment gewesen, wäre mir das früher eingefallen. Ich weiß nicht, das war erst so, keine Ahnung, ein paar Minuten später, da hatte ich das im Kopf und dachte, das ist nicht mehr der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, das eine traurige Geschichte aus meinem Leben. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, mehr oder weniger. Und ich hoffe, das Rätsel hat euch gefallen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Kreuzworträtselrunde Kunde. Also wir machen die Rätselkunde. Genau, Rätsel. Oh, das wäre doch mal was. Fach. Bei dem man, Lernfach oder was auch immer, bei dem man lernt, wie man am besten Rätsel angeht und löst. Rätselkunde. Ja, ja. Könnte man sogar fast so als, studiere ja bereits Rätselkunde. Also manchmal kommt mir Informatik wirklich vor, als wäre das teilweise Rätselkunde. Vielleicht sollte ich einfach immer sagen, wenn jemand mich fragt, was ich studiere oder wenn ich dann fertig bin, was ich studiert habe, ich habe Rätselkunde studiert. Ja gut, jedenfalls bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Rest vom Tag und ciao.